Fordern noch Angelie von Essen und Al Capone de Camille, ein Paar, das Doppel-Null sprang vor 14 Tagen im Nationenpreis von Aachen. Also die Siegchancen für Schweden an dieser Stelle mit diesem Vorergebnis alles andere als gering. Auch die der Brasilianer sind nach wie vor vorhanden. Ärgerlicher Abwurf gerade in der Schlusslinie, wie für so viele Paare bis jetzt für Zanotelli und seinen Grand Slam. Grand Slam hat als Zuchthengst seine Laufbahn begonnen, als HLP-Sieger in Holland. Und auch dieser Hengst, Böckmanns Lord PC Junior, hat als Zuchthengst allerdings in deutschen Landen debütiert im Hause Böckmann in Lastrop-Hamstrup, wo er auch schon sein Vater stationiert war, der in der Springpferdezucht so geschätzte Lord Pezi. Lord Pezi kombiniert mit dem Blut des Quadro. Almee kommt dann, diese Almee-Stute, Lord Pezi Juniors Mutter, brachte eine ganze Schar international erfolgreicher Kinder. Ihr Enkel hatte da mächtig Glück am Einsprung dieser zweifachen Kombination. Eine Großmutter Aleska, zum Beispiel auch die Mutter des Corps d'Armee, der Nationenpreise für Deutschland ging unter Gilbert Böckmann. Die Mutter einer Böckmanns Rolanda, die mit demselben Reiter am Weltcup springen gewann. Mutter auch mehrerer weiterer gekörter Hengste wie Royal Z1, Royal Z2 oder Land Rover. Aber das ist jetzt auch egal. Pedro Venes ist noch fehlerfrei. Jetzt kommt die Schlusslinie. Jetzt kommt die absolute Klippe auch für Böckmanns Lord PC Junior in dieser dreifachen Kombination. Steiloxer und Oxer, den springt er. Und jetzt nochmal Maß nehmen für den Schlusssteilsprung und dann bleiben sie hier soeben innerhalb der erlaubten Zeit fehlerfrei. Eine Wahnsinnsleistung. Das Mann ist im Sattel, der über enorme Championatserfahrung verfügt. Mehrfach Weltmeisterschaften, Olympische Spiele ritt, in diesem Jahr noch in Tokio. Mit seinem langjährigen Spitzenpferd Capri de Lille. Und ja, hier in Barcelona galt es dann mal Farbe zu bekennen für Böckmann Lord PC Junior. Ein Punkt am Freitag und heute sogar die Null. Diesen Hengst, damals von Hartwig Rohde ausgebildet. Das muss man nochmal sagen. Er hat immer gesagt, das ist mein Freund. Der springt mal einen ganz, ganz schweren Parcours. Und spätestens am heutigen Nachmittag muss man sagen, Lord PC Juniors Ausbilder, Mentor und Förderer Hartwig Rohde hat recht behalten. Nach Hartwig Rohde saß Marco Kutscher im Sattel dieses Hengstes. Und von dort ging es dann zu Pedro Venes. Und mit ihm zu diesem großen Erfolg wollen wir mal schauen, wofür das Ganze dann nachher im Mannschaftsergebnis reicht. Nach 5 Punkten für Zanotelli, 0 für Venes. Und Luis Felipe Cortizo Gonçalves, der Acevedo Filho sowie